Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Herzlich willkommen bei Zockys Augsburger Puppenkistenvariation. Sehen wir heute den Amazonas. Oh, er ist eine Hohlbirne. So wie der da auch. Ja, ganz ehrlich, das ist meine neueste Amazon-Lieferung. Fällt euch irgendetwas auf? Und ich meine, ich muss an der Stelle wirklich dazu sagen, nein, ich habe noch keine einzige von meinen gesamten fucking Postgeschichten hier erfunden. Ich habe noch niemals zum üblichen Clickbait irgendetwas übertrieben, irgendetwas selber zahmkaut oder so, nur damit ich hier eine spaßige Geschichte habe. Alles, was ich hier erzähle, passiert mir tatsächlich eins zu eins genauso. Und in der selben Woche, wo ich von der österreichischen Post zum Beispiel auf eine Schnitzeljagd durch den ganzen Bezirk gejagt werde, wo mir FedEx eine Rechnung schickt, die mit horrenden Gebühren belastet und außerdem schon 10 Tage abgelaufen ist, bekomme ich von UPS übrigens ein leeres Paket. UPS, die selbsternannten Meister des Datenschutzes, diejenigen, die mich beispielsweise in dem einen Paketshop, wobei gut, das ist nicht UPS direkt, muss man dazu sagen, dafür ist dann schon der Betreiber des jeweiligen Paketshops verantwortlich, aber der mich dann selber durch das Archiv von Paketen warten lässt, nur um mein eigenes rauszufinden, oder ja, kriege ich jetzt in meinen Postkasten ein leeres Amazon-Kuvert. Und ganz ehrlich, what the fuck! Weil ganz ehrlich, wenn ich ein Zusteller wäre und mir würde am Ende des Zustellungsprozesses auffallen, dass dieses Päckchen leer ist, dann würde ich das doch bitte nicht in ein Postkastel hauen. Dann würde ich das doch so, wie es ist, ungeschaut zurücktragen und sagen, ich glaube, da hat's was, und würde dieses Paket schon selber retournieren, genauso wie ich ja vom Amazon-eigenen Kurierdienst schon ab und zu die Meldung bekommen habe, Paket beschädigt, Zustellung wird nicht einmal versucht. Aber das Lustige ist ja, wenn man jetzt sowas kriegt, ich meine, natürlich ist die erste Assoziation vielleicht so wie, vielleicht hat es dem Zusteller gefallen. Aber auch dann wäre es ja eigentlich blöd, wenn er dieses Ding dann in meinen Postkasten haut und quasi noch am Handy selber bestätigt, ja passt, ich hab das in der Hand gehabt, alles in Ordnung, viel Spaß. Das ist doch bescheuert. Und ich hatte mir vielleicht auch gedacht, naja, vielleicht ist es irgendwie aufplatzt oder sonst irgendwas, wobei ich fast sagen muss, ja, es schaut einfach aus wie aufgerissen, wobei natürlich, ob das jetzt in dieser Form, es schaut auf jeden Fall nicht aus wie irgendwo hängen geblieben und aufgefetzt, aber es kann natürlich entweder so aufgemacht sein, der blaue Kugelschreiberfleck, der könnte dem einen CSI vielleicht auch was sagen. Aber es kann sowohl versehentlich als auch absichtlich so geöffnet worden sein. Also da möchte ich niemandem etwas unterstellen. Das Erste, was ich dann gemacht habe, wie ich das erste Mal relativ sprachlos entgegengenommen habe, war, dass ich dann von oben noch einmal runtergegangen bin und mir vielleicht gedacht habe, okay, vielleicht hat er das Teil nicht ins Postkastel gebracht und hat es dann halt aufgemacht und die DVDs oben auf die Postkasten und draufgelegt. Wäre auch hochgradig bedenklich, aber ist auch nicht passiert. Nein, im Endeffekt ist das Einzige, das ich wirklich habe von dieser Sendung, dieses Ding. Und das führt mich in eine ganz neue Welt der Konsumentenanfragen zurück, nämlich die Reklamation bei Amazon. Wie reklamierst du etwas, von dem du nicht einmal weißt, was du reklamieren sollst? Weil natürlich auf dieser Sendung nicht draufsteht, was drin hätte sein sollen. Insbesondere für mich natürlich blöd als jemand, der eigentlich grundsätzlich immer mehrere Sendungen von den diversen Amazonen ausständig hat. Aber glücklicherweise stand die UPS-Sendungsnummer drauf und ich habe zwei Sachen, die ich bekommen soll, die Amazon jetzt verschickt hat. Eben einerseits eine Lieferung mit mehreren Sachen und dann mein Austauschexemplar für das Clockwork Orange Titans of Cult Steelbook. Und dann fand ich hier eben eine Description, DVD-Item, some Blu-rays, aber wurscht, New Count 3.
Also gut, da waren drei Sachen drinnen. Wundervoll, damit habe ich mich dann einloggen können, habe das dann ausfindig machen können. Und im Endeffekt war es eine Sendung, wo einerseits das neueste Doctor Who Steelbook drinnen war, andererseits ein Shaw Brothers Film mit Jimmy Wang Yu und außerdem die Cinematic Vengeance Box, eine 8-Film-4-Disc-Schuber-Box von ungefähr diesem Ausmaß von Eureka, die normalerweise nicht ins Postcastle passt hätte. Also, dass das, vor allem, wenn man das so eintreibt, es schaut ja auch nicht aus wie irgendwie eine Tram. Das schaut schon so aus, als wäre da vielleicht irgendwann einmal, ja, ein bisschen was passiert am Weg, aber jetzt nichts. Nichts irgendwie großartig Bedenkliches. Nein, das ist einfach wahrscheinlich beim Versandprozess irgendwann einmal aufgegangen und irgendein wirklich komplett umsichtiger, pflichtbewusster Zusteller hat sich gedacht, mir ist wurscht. Gescheißen, Zocki! An der Stelle kann ich nur einfach weiterleiten. Gescheißen, UPS! Auch wenn ich weiß, dass natürlich der Vorstand des Unternehmens und die Logistik sowohl in diesem als auch in meinen anderen Fällen nichts dafür kann, aber es ist schon irgendwie so dieses Frontend des Consumers, das ich hier in diesem Fall, na, mir fällt nicht einmal ein neudeutscher Begriff für Erleben ein, aber das, was ich da wirklich erlebe, ist im Vergleich zu dem, was ich da alles von der österreichischen Post und von anderen Zustellern in der letzten Zeit gesehen und erlebt habe, wirklich ein komplett neues Feld der Inkompetenz, das ich einfach nicht fassen kann. Also, liebe Leute von UPS, ich glaube, es wäre mal relativ dringend notwendig, sowohl mit gewissen Zustellern als auch mit gewissen Paketjobs ein ernstes Wörtchen zu sprechen. Übrigens, nur an der Stelle sei einmal eingeworfen, dass ich selbstverständlich das, was ich das letzte Mal, nein, ich glaube, das, was ich das letzte Mal gesagt habe im Video über die zwei Paketjobs, wollte ich UPS auch schreiben. Dann war aber irgendwie dieser Prozess mit dem Feedback auf der Website irgendwie kompliziert und ich habe dann drauf geschissen. Also, tut mir leid, UPS, falls ihr irgendwas wollt, müssen wir leider über diese Plattform weiter miteinander kommunizieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ich da in der nächsten Zeit bekommen sollte. Die irgendwelche zusätzlichen Informationen haben wollen, bin ich per Mail erreichbar, aber ansonsten freue ich mich in Zukunft vielleicht nicht, Pakete von anderen Leuten durchforsten zu müssen oder vielleicht zur Abwechslung auch einmal Pakete mit Inhalt zu bekommen.